So, war doch geil. Also fast. Hallo Freunde der Blöcke, willkommen zu unserer Dungeon-Folge von SkyCloud. So, wir wollen heute in den Dungeon. Komm! Ja, aber nicht in das große. Nein, nicht in den großen. Nein, wir gehen in den kleinen. Dann da unten. Der soll nicht. Warum so haben wir unsere sein. Moas dann nicht hier unten geparkt? Da müssten wir jetzt nicht so einfach gewesen, am Felsen runterspringen. Der ist genauso groß. Der Turm ist kleiner als der. Das ist ein kleinerer Turm, genau. Braucht jemand noch eine Axt oder sowas? Also eine Axt habe ich noch, eine Zanit-Axt. Ich habe eine Zanit-Axt. Ich habe eine Zanit-Spitzhacke und aber ich sollte vielleicht vorher essen. Ich habe hier noch ein paar Heilsteine. Ihr könnt euch mal unter euch aufteilen. Meins, danke. Ich hab auch. Ja, Schallplatten. Dann hier eine Axt. Dann habe ich noch eine Spitzhacke. Wer braucht noch Heilsteine? Ich habe auch gesammelt. So, ich habe mal vier hingeschmissen noch. Leute, ich hab Heilsteine. Oh, ist die besser als die lila, ne? Kalle? Ich brauch Heilsteine, ja. Danke. Ich habe bis jetzt eine plus 5 Attack Damage. Gibt's auch Minus Attack Damage? Das wäre lustig, ne? Und wenn du haust den Gegner, kriegt nochmal 10 Herzen mehr. Danke! Wenn der Gegner genau der gleiche ist wie beim letzten Dungeon, müssen wir den der Spitzhacke kaputt hauen. Okay. Und dann müssen wir immer, der slidet halt immer. Ja, so ich hab ja bei Spitzhacke. Ja, genau. Mhm. Und der slidet halt immer so im. Ich lauf jetzt mal wieder. So, jetzt genug gelabert, jetzt geh mal rein. Und wieder mir rein. Ja, und einfach enter. Einfach reingehen? Ja. Rechtsklick und dann enter. Enter. Enter the Dungeon. Okay. Und wir sind drin. Sind wir woanders? Sind jeder woanders? Ja, ich bin hier einzeln. Und da ist irgendein ganz großes, gruselig aussehendes Viech direkt über mir. Und da sind keine Fackeln überall. Ja, da ist was gruselig. Moment, ich sehe welche auf der Minimap. Ahnung, wo ihr seid. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht, auch nicht auf der Karte. Das heißt, ist jeder jetzt in seinen eigenen Dungeon? Ja. Das ist hart. Hilfe! Aber da ich, glaube ich, am besten von uns leider ausgerüstet bin... Kann ich wieder zurück! Nee, nicht machen, nicht liefen, weil sonst kannst du nicht mehr rein. Ja, ich will aber nicht hier drin sterben. Wenn du willst, das Ding geht ja voll kaputt. Alter, ich hau den einmal mit dem Schwert und dann fliegt... Die klingt gruselig! Ich bin kaputt. Aber du startest wieder an deinem Spawn. Methos, du startest wieder an deinem Spawn. Ja, ich seh's. Aber mit Ausrüstung oder... Ich krieg ja hier Nausea. Nein, das muss man hier wiederholen. Alter. Hier ist ja ein Spawner! Ich muss mal sehen, dass ich hier in Sicherheit komme. Und wieso macht der mein Schwert weg? Okay. Es gibt einen Truhen-Golem? Ja. Also ich habe den kleinen ersten Miniboss. Bevor du die Truhe nimmst, einfach mal einmal draufhauen. Genau, das kann nämlich eine Trap-Chest sein. Hilfe! Hier sind unglaublich viele Slimes, die explodieren, wenn sie mir zu nahe kommen. So. Ja, aber die kannst du mit One-Hit wegmachen mit dem Schwert. Ich hab kein Schwert! Oh je. Oh. Das aber ist schlecht. Sind wir wirklich nicht alle. Sind wir wirklich nicht in einem Dungeon nur verteilt eventuell? Nein, das Tatsache das nicht. Das müsste eigentlich. Moment. Das kann doch nicht sein, dass jeder einen eigenen Dungeon kriegt. Ja. Es kann nicht sein, es ist so. Wieso waren die hier halb kaputt? Vor allem ist das alles so labyrinthisch. Wo muss ich denn hin? Du hast eine Minimap. Und da sind so kleine Minigegner. Gibt's da irgendeine Art nach oben? Will ich mal endlich das Ding hier. Oder irgendeine Regel? Hier war noch ein Weg nach oben und. So. Also, so hart ist der wirklich gerade nicht. Also, zumindest diese Slime-Dinger sind. Ich hab vor allem Angst. Ja, aber wenn du jetzt gleich ein Ding jetzt so einen kleinen Miniboss hast. Okay, geht eigentlich auch noch. Ich hab hier erstmal Miniboss. Okay, da sind meine anderen Sachen. Die gucken nicht so an, sondern die guckst du die an, so, ne? Der ist einfach neben mir gerade gespawnt, hat. Lass das. So, okay. Das hört sich eklig an, ne? Gut. Bist du ein Mensch, der mag das nicht an, weil du schmatzt nicht aus? Wieso? Es kommen als mehr von den Viechern. Ja, du musst den Spawner zerstören. Da muss irgendwo ein Spawner sein. Ach so. Also ich hab hier mindestens 20 Spawner. Alles zerstören mit Spitzhacke drauf. Ich weiß doch, wie man einen Spawner kaputt macht. Wieso ist mein Schwert auf einmal weg?
Und irgend so ein komischer Verfolgungsgolem, der einen an sich hinzieht. Ja, der ist mega, der ist mega mies. Das gibt's nicht. Ich bin erstmal mega erschrocken, weil ich das um 5 Uhr morgens gespielt habe. Okay, eine Mimik, Mimik, Mimik. Ich hab doch draufgeschlagen vorher. Hilfe, ich hab nur noch ein Herz und ich krieg's nicht mit. Oh nee. Aber ihr habt die Heildinger auch bekommen, ne? Ja, aber das heilt ja langsam. Wo sind denn die? Ich hab einen Goldapfel. Ich hab keinen Goldapfel. Hab ich mein Schwert? Nein, hab ich natürlich nicht. Diese Heilsteine geben mir 2 extra Herzen, Jammer. Ja, aber trotzdem, ich muss jetzt erstmal hier eine Ecke suchen. Was hab ich hier auf dem Effekt? Erschrocken. Wo? Alter Schwede, ist das Ding gruselig. Oh, jetzt hab ich mein. Nein, jetzt hab ich mein. Ich hab noch nie in Minecraft gegen irgendwas großartig gekämpft. Ja, ich versuche hier zu überleben irgendwie. Na, wo bist du? Da. Und vor allem diese blauen Dinger, die scheinen irgendwie ständig überall zu spawnen. Unabhängig davon, ob es Spawner da ist. Ja, die kleinen Dinger. Und ich kann mich nicht in Sicherheit bringen. Die Spitzhacke ist noch nicht mal mehr zur Hälfte gut. Ja, ist bei mir aber auch so. Doch. Aber irgendwie muss ich wert. Tun und ist klar. Meine blöde Frage, ich finde mich hier nicht zurecht. Wo muss ich denn da hin? Gibt da irgendwie immer nach oben oder gibt es da irgendeine Art Richtung? Nee, das ist wirklich alles so randommäßig. Also doch, das hätten wir. Exo? Ja, bitte? Du warst ja schon noch mal da drin. Ist der Endboss diese großen Dinger, was man da sieht? Oh, das ist was nein, das ist Miniboss nur. Das ist Miniboss. Okay. Der Endgegner, da kommt, musst du eine Tür aufmachen. So hier sind ja noch mehr. Okay. Das sind alles Trap-Chests, Mist. Okay, meine Sachen hätte ich gerne wieder. Aber ich glaube, wir können uns eigentlich hier treffen, bestimmt. Also wir sind in unterschiedlichen Dungeons. Ja, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass wir alle Alter, ohne Witz, ne? Das ist sehr. Ich würde ja sagen, sehr. Hilfe, aber ich finde mich ja nicht mal zurecht. Ich würde nicht mal rausfinden, was das ist. Das ist nicht hier. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, hier ist ein komisches Golem-Ding. Das habe ich wieder. Mhm. Also die Golems finde ich ja nicht mal schlimm, die springen ja wenigstens nicht um dich rum. Meine Schuhe aber die zoomen so komisch ran, das war ja sonst kein Schutz. Da habe ich kein Problem mit. Dein Gesicht geht an auf Seins so, ne? Also du guckst ihn dann so an. Was ist das mit dem Grünen, Alter? Dieses grüne Vieh, Alter, die ist ja hart. Warte mal, da fehlt was. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich in den Truhen finde. Das kann nur kaum schaden. Ach, diese anderen, diese grünen, die sind so im Boden versteckt. Genau, die sieht man nur so leicht. Die sind schrecklich. Nein, hier unten Leute, ich finde mich hier absolut nicht zurecht. Wie orientiert man sich hier? Mehr, die sind irgendwie verschwunden. Exo? Oh. Ja, bitte? Wie man sich orientiert? Ich will jetzt nicht lügen, aber ich kenne mich selber nicht aus. Ich habe schon 2 Minibosse besiegt. Ich glaube, es gibt 3 und dann muss man den großen Boss suchen. Und wenn ich habe hier eine Gleiterlabyrinth-Tür. Gleiter, und es steht hier irgendwas mit 3 Türfragmenten. Ist das der Endboss? Hä? Ist das vielleicht da drin? Geh mal rein und sag's mir. Es kann nicht schaden, wenn ich's weiß. Schau mal. Alter, da unten ist ja was los. Ah, ich bin auch. Also, ich weiß jetzt, wo der Endboss ist. Ach, wo denn? Oh, ich sehe da auch was. Also, ich bin am Spawn. Also, bei meinem Spawn konnte ich halt die Treppen runterlaufen. Ja, das war bei mir auch. Aber ich bin, glaube ich, weitergegangen. Nee, ich bin auch die Treppen runter. Einmal Treppen runter und dann ist hier eine Tür. Und dann. Boah, ich habe einen Miniboss. Ich habe den ersten Miniboss. Ja. Wie finde ich die? Ich kämpfe gegen allen möglichen Unrat. Auf der Karte, entweder ist das so ein Rad oder eine Kiste. So eine Riesenkiste. Oder. Ich habe ja einige Riesenkisten. Nee, so wirklich, wirklich Riesenkisten. Ja, wirklich Riesenkisten. Also ich weiß, die sehen nicht. Ich hab sie nicht. Ich entdecke sie aber nicht. Oh. Die müssten über mir sein, aber jedes Stockwerk führt ins Leere. Ja, okay. Also ich kämpfe außer diese Golems, also die irgendwie Gesicht zerstören. Moment, du kämpfst gegen das Rad. Ich muss weg. Oh, Hilfe, da wird einem ja. Da sind die Teile. Da wird einem ja übel, möchte ich fast sagen. So. Was habe ich denn hier eigentlich für ein blutiges Etwas im Inventar? Alter, die Dinger sind ein Recording. Sobald du den Rücken zukehrst, kommt was ist das eigentlich? Das ist nur Mining Speed. So, kann ich jetzt hier. Okay. Ich könnte jetzt zum Endgegner gehen. Ach, da im Boden war auch einer. Die verstecken sich im Boden, die Mistviecher. Mädels? Weißt du, was das Schlimme an den grünen Dingern ist? Die klingen alle so, wie als würden die sonst wie springen. Oder wie als wären das irgendwie 300 Stück oder so. Ah, hier ist also okay. Noch also so ein Viech. Jetzt habe ich meine Fackel wieder abgebaut selber. Habt ihr gehört? Also ich könnte jetzt zum Endgegner gehen. Ja, okay. Schön. Ich habe aber nicht meinen Plan, wo wir sind aber alle in einem eigenen Dungeon. Ey. Also... bei mir war ich bin am Spawn die Treppe runtergegangen. Und dann war dann
halt da das Tor. Du musst halt 3 Minibosse besiegen, die auf der Karte sind. Oh. Das waren jetzt bei mir. Oder 4 sogar. Ich hab hier das falsche Zeug. Alter, mein Gott. Ja. Das Rad hast du besiegt. Das Rad habe ich besiegt. Das ist echt creepy, dass okay, weil hier ist das Rad jetzt bei mir da. Okay, lol. Aber ich gehe jetzt, ich versuche jetzt gegen den Boss zu kämpfen. Mach doch. Oh, shit. Ich trau mich nicht. Oh, sorry. Aber das ist. Brauchst du? So. Für das Rad, Schwert oder Spitzhacke? Mit der Spitzhacke müsst ihr den. Ah, nee, das Rad mit dem Schwert. Verfolgungsgolem! Den Endgegner? Aber den Endgegner der Golem macht keinen Schaden. Der macht keinen Schaden. Mit, Spitzhacke. Dann kannst du so gut weghalten, den Golem. Mhm. Ich hab eine unglaubliche Angst hier so allein in dem Dunkeln. Ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, okay, dass wir alle zusammenspielen können. Aber ich glaube, ich krieg den jetzt. Okay. Oh je, so, den haben wir. Okay. Das Ding müssen wir schnell abbauen. Ich hab Angst. Der ist weg. Ich will wieder nach Hause, aber ich will nicht mein ganzes Zeug verlieren. Ich glaube, wenn du es aufsammelst und rausgehst, dürfte eigentlich auch nichts passieren. Ich finde nicht mehr raus, ich habe mich verlaufen. Oh je, Mini. Ich weiß gar nicht, wie es rausgeht. Hätte ich die Zeit, würde ich jetzt meine Folge angucken und rückwärts laufen. Okay. Ich hab zum Glück weiß ich bei mir noch, wo es rausgeht, Alter. Oh je. Ich hab jetzt gleich die Hälfte vom Boss. Oh. Aber ich hab auch nicht mehr viel. Okay, hier ist noch ein nächster Boss. Sackgasse. Der Halbboss. Ich würde ja die Folge beenden, aber... Hilfe. Moment. Ach, der ist da, der geht. Halleluja. Da war das. Also der Dungeon so erstmal alleine, weg hier. Wenn das jetzt die krassen Dungeon sind, kann Mist, ich mir das gar nicht vorstellen. Verfolgen alle. Mhm. Vor allem, wenn wir nicht im selben sind. Ja, genau, das meine ich ja. Aber vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht. Vielleicht weiß es ja einer von den Zuschauern. Kann das meine mal, du da ist ich mich Anfang. Erschrocken, Alter. Spawnt er einfach gerade vor meiner Nase. So, ich hab jetzt geht's mal. Nein, nicht. Mann, diese blöden Mieten. Bisschen die Treppe rauf. Osch. Der ist richtig böse gerade. Ich bin dir nie wieder raus. Also ich weiß so auf jeden Fall, dass jetzt, wenn ich dann so gehe, mache ich die Facecam an. Ich glaube, den Zuschauern möchte ich das nicht irgendwie. Ich war auch gerade so eine richtige Gesichtskirmes. Also, ich bin sozusagen am Anfang. Wenn ich hier jetzt auslocke, bin ich dann raus aus dem Dungeon? Nein. Gut, das heißt, ich bleibe erstmal hier. Genau. Deswegen, vielleicht ist das schlauer, wenn du drinnen bleibst. Ich versuche jetzt mal den. Also bei mir ist jetzt der Endboss besiegt. Nein. Was habe ich für Lügen? Also ich versuche mal generell erstmal in diese Richtung zu laufen. Vielleicht hilft's. Also ich habe jetzt den Endboss besiegt, ne? Okay. Meine Freunde. So. Und habe bekommen Sentry Boots. Ich habe jetzt auf Englisch. Ich weiß nicht, was denn die Sentry Boots sind. So. Hier auf oben drüber müsste mein Spawnpunkt gewesen sein. Dieses Rad muss man auch hauen oder was? Ja, das ist ein Miniboss. Ach, das ist ein Miniboss. Ja. Ich mach mal auf Language Deutsch. Eine der drei, glaube ich, die du brauchst. Ja, genau, drei oder vier musst du besiegen. Normalen Boss. Ich finde mich hier nicht zurecht, ich finde hier auch keine Bosse. Ich will einfach nur noch raus. Ich muss mal wieder da rauskommen. Das ist nichts für mich. Und ich bin jetzt aus dem Dungeon rausgegangen auch wieder. Absolut. Ich bleib dir aber auch erstmal heilen. Du bist hinten, ich sag's dir. Und hab einen Bone Ring bekommen. Ich will hier wieder raus. Okay. Kann mal wieder, ich kann mal versuchen reinzukommen. Wir stellen einen von euch rein. Aber nö. Ja. Hilfe, hier ist ein Golem, der wirft mit diesen Aua, mit den Sprengteilen. Das wäre so cool, wenn das halt so ein riesen Dungeon wäre und wir sind doch miteinander, aber wir finden uns alle nicht. Weil ja, nein, halt so Kalle, ich hab ja schon den Endgegner besiegt hier bei meinen. Ja, bei deinem, aber wir haben ja alle ein eigenes Dungeon. Ja, das sag ich ja. Das und den Endgegner könnt ihr nur besiegen mit der Spitzhacke. Ich hab eine Spitzhacke, aber die ist mal kaputt. Oh nein, aber es gibt genug Zanit und sowas alles da zu finden. Und ich hab nichts mehr zu essen. Okay. Du, ich will keinen Zanit, ich will nur noch nach Hause. Metas, du kannst auch öfter aus dem Dampf. Da leuchtet was, hat das was zu sagen? Außer, dass ich dort... Bleiben dann die Miniboss-Dinger gespeichert? Lass mal Jammer sprechen! Ja, bleiben sie. Ich hab's gefunden! Jammer, was hast du gefunden? Ich bin wieder draußen. Jammer, hier, ich hab was ich für dich. Ich geh nie wieder in so ein hier. Ding, wenn ich nimm da alleine rumkriechen muss. Jammer, nimm die Schuhe. Danke. So, zieh sie an. Jammer. Okay. Und gut, hier, die kannst du auch noch von mir. Das heißt, ich kann noch einmal rein hier, oder? Ja, kannst du noch. Du kannst insgesamt dreimal kannst du raus. Gut, dann gehe ich erstmal raus. Also ich brauche definitiv eine bessere Rüstung und mehr zu essen. Ja, hier, hast du was. Das ist der Truhenboss oder was? Also die sind nervig. Aber es ist besser als nichts. Ja, genau. Aber also ich will jetzt nicht Werbung für mich machen, Jungs, aber wenn ihr bei mir das anschaut, wie ihr den Gegner besiegt, ihr müsst halt, pass auf, Metos,
bleib du mal jetzt stehen. Ich bin jetzt genau der Boss, ja? Er rennt jetzt so und dann rennt er so. Also er kann nicht so schräg auf dich rennen. Er rennt, er kann nur immer so einen Move machen. Jetzt geh mal nach rechts gleich, wenn du also er rennt komm, nur ja? geradeaus oder links, so. Rechts oder was? Dann rennt er, so. Und dann immer weiter. Meine immer Güte. Weiter. Also musst du immer versuchen, ihn immer ein Feld, dass er nicht da hinkommt, auszumoven. Und dann immer mit der Spitzhacke tack, einen mitgeben. Ah, okay. Ja. Ja, du brauchst nicht. Nächstes Mal verspreche ich euch mal mit Facecam an. Das will ich euch nicht vorenthalten, wie ich hier rumschreie. Exo? Bitte? Okay. Ich hab jetzt alle drei Minibosse besiegt. Ja. Und stehe jetzt hier vor so einer großen Tür. Ja, ich trau mich heute nicht zu schlafen. Also ich empfehle euch, schaut mal bei den anderen vorbei, wie die sich so geschlagen haben. Ja, ja, weil also bei mir findet man nur Rumgeirre. Das ist mit Sicherheit interessant, also nicht nur bei Let's Exo, auch bei Gamma Bistro, bei Yama und auch bei Nee, bei Duffy mir braucht ihr nicht vorbeikommen, Kalle. Ich jammer nur rum und hab Angst. Was aber, ich komm aber auch mal wieder raus, weil ich möchte erstmal die ganzen Sachen safen und mir auch vernünftige Rüstung anziehen. Aber ich hab eine Art Schallplatte gekriegt. Ja, das ist ja ein Ding, ist Heilstein. Nein, eine Schallplatte! Ja. Das Ding! Aber ich würde sagen, für diese Folge. Recording Emil van Krieken. 3 Fragezeichen. Okay. Leute, ich sag bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Ja, Leute, das war's auch bei mir. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und ja, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen. Jo, der Boss kommt zum nächsten Mal. Ciao. So, war doch geil. Also fast.